Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu Tony Hawk's Proving Ground. Heute am 7.1. oben, mittlerweile 7.10 Uhr. Ich habe vor einer halben Stunde ungefähr angefangen. Ich habe es nicht geschafft, dieses gottverdammte Tape zu holen. Ich habe schon alles versucht, ich habe gereakt. Ich habe, ich wollte mir hier irgendwas bauen, dass ich irgendwie da dran komme. Und das hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Jetzt versuche ich schon irgendwie, das mit dem Fokus hinzubekommen. Habe aber festgestellt, dass mein Controller, also mit dem Nail the Trick funktioniert das tadellos mit dem L3 und R3 drücken. Und was aber nicht so gut funktioniert, ist hier irgendwie der Fokus. Und ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, um ehrlich zu sein. Also manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht so. Manchmal geht der Push auch nicht hin, ne? Aber ich habe jetzt auch keine Fokusleiste, also die jetzt irgendwie aufladen muss oder so. Also früher hatten wir ja die Specialized, das habe ich jetzt hier nicht, deswegen habe ich es hier noch nicht ganz gerallt. Ich wollte auf jeden Fall nur die halbe Stunde ersparen, wo ich nichts geschafft habe. Und mich jetzt aber auch nicht so wirklich aufgeregt habe. Wie gesagt, ich wollte mir einfach irgendwie mal eine Whale bauen. Ja, super. Hat auch wieder nicht funktioniert. Das ist doch eine Affenscheiße. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich da oben an das Hidden Tape kommen soll. Also wir sind hier gerade in der Arcade übrigens hier von Downtown Video, oder wie hier der Stadtteil auch immer heißen mag. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Und ich versuche es wirklich seit einer halben Stunde, verzweifelt, das kann man schon sagen, irgendwie hier ranzukommen. Aber ich schaff's einfach nicht. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Ja, und jetzt bin ich wieder irgendwo gelandet, wo man nicht hin soll. Finde ich sehr schade. Ich habe versucht zu klettern, ich habe alles versucht. Man kann sich das hier jetzt mit dem Blick vielleicht ein bisschen besser ansehen. Weil ich habe hier auch keine Möglichkeit gesehen. Also, das Einzige, was mir einfiel, ist... Aber das wird auch nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Ja, ich habe gedacht, über diese Whale, die jetzt ein bisschen über meiner Whale jetzt hier ist, einen Wallride an der grünen Plane zu machen, um dann da oben kurz rein zu grinden. Ich habe keinen Zugang dazu. Ich finde es nicht. Da sehen wir das Hidden Tape auch schon. Schön rumwackeln. Ich habe keine Ahnung, wie wir es schaffen sollen. Ich habe da eine Rampe gebaut. Ich habe schon Halfpipes gebaut. Aber ich habe keine Idee. Man kann an den Streben auch nicht hochklettern. Ich habe hier keine Leiter gesehen oder sowas. Ich weiß, wo es ist, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. Das ist... Da kämpfe ich seit einer halben Stunde mit, muss ich sagen. Und das nervt. Das nervt wirklich. Ich habe jetzt momentan... Das war ein riesiger Videopuffer. Deswegen ist das nicht so schlimm, aber mich ärgert das trotzdem, dass ich nicht weiterkomme. Also ich muss das ja jetzt nicht schaffen, aber ich will es schaffen. Das ist mein Problem. Ich gucke mich jetzt hier gerade schon wieder um, ob ich nicht hier vielleicht doch irgendwas vielleicht irgendwie übersehen habe. Gibt es irgendwie einen Eingang oder so? Ich glaube, selbst hier auf dem Brett kann ich ja auch nicht stehen. Auch wenn ich irgendwie Sachen platzieren kann. Weil wenn das so wäre, dann könnte ich mir nämlich dann mehr oder weniger einfach vielleicht so eine Klettergedöns dahin nageln. Ich bin, glaube ich, ein bisschen doof. Warte mal. Warte mal, weil vielleicht... Jetzt, wo ich gerade vom Klettern spreche, vielleicht kann ich mir hier so eine Leiter bauen. Die leider nur bis dahin geht. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ehrlich zu sein. Dann kann ich mich da oben zwar nicht dran festhalten, aber das können wir erstmal ausprobieren. Okay. Das Schöne ist, wenn ich Ziel... Entschuldigung, wenn ich Ziel neu versuchen mache und nicht Lauf beenden, dann müsste das Ding, was ich da jetzt noch gebaut habe, noch da sein. Los geht's! Hui! Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt das Zeug hingebaut habe, um echt zu sein. Warte. Wo ist es? Wo ist mein Sprossenwand? Da ist er. Okay, alles klar. Ja, bitte einmal hoch. Ach komm! Willst du mir jetzt sagen, du kannst dich daran nicht festhalten? Also jetzt mal ohne Scheiß, warum... Warum kann er sich denn daran nicht festhalten, bitteschön? Ach Gott, oh Mann, ich dachte, ich hätte gerade voll die gute Idee gehabt. Oh. Warte mal, machen wir Folgendes. So, tun wir dich einfach mal dahin und gucken, ob du dich da festhalten kannst. Nee, geht nicht, das geht wirklich nicht. Das ist so traurig, ne, das ist so traurig.
Okay. Ja. Ja, dann, weiß ich auch nicht. Ich habe hier so wenig Platz, das ist das Problem, ne? Ich habe ja so wenig Platz. Also, ich komme hier auch nicht hoch genug, glaube ich. Okay, wenn ich bis dahin schon mal eine Whale setzen könnte, das wäre schon mal geil. Na? Na, wie bin ich da hinten hingekommen? Das war doch gut. Genauso. Langsam. Ich kann nicht weiter als so machen. Das ist traurig, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß trotzdem noch nicht genau, also wie ich das dann regeln soll. Weil es wird dann echt lustig, auch mit dem Fokus. Also selbst mit Fokus wird es lustig. Ich glaube, ihr seht vielleicht, was ich so jetzt vorhab zu machen. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber beim Probieren geht über Studieren, ne? Ich brauche einen sehr langen Fokus. Was anderes langes habe ich ja schon, aber... der ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch, der Abstand gewesen. Aber der Unterschied in der Höhe. So. Oh nein, ich glaube, das Ding kollidiert damit, ne? Nein, das geht, okay. Cool. Weil ich muss so oft springen, grinden. Bis ich dann vielleicht irgendwann mal da bin. Ich habe noch genug Teile. Das Coole ist, ich kann es offensichtlich sogar bis zum Boden runterziehen. So. So viel ist nicht mehr bis zum Boden. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Habe ich noch? 8 Stück habe ich noch. Wird schon schief gehen. Ah, hier ist das Level zu Ende, okay. Nein! Nein! Warum? Das ist uncool. Okay, dann löschen wir das. Dann machen wir hier eine kleine Kurve. So. Scheiße. Oh, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, die Kurve am Anfang, die wird die Hölle werden. So, du wirst mal gucken, wo der Anfang überhaupt ist. Oh Gott, okay. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, ne? Keine Ahnung. Ja, aber erstmal jetzt einmal neu versuchen. So. Das wird nicht funktionieren, tut mir leid. Ich weiß noch nicht genau, wie es nicht funktionieren wird, aber ist ja egal. Es ist alles weg! Die ganze Konstruktion ist weg! Wo ist sie weg? Alter, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Guckt euch das an. Och Mann, oh, was soll das denn? Oh. Okay, sagt mir bitte, wie ich da dran komme. Ich werde das jetzt erstmal pausieren. Ist so. Ich werde mich jetzt erstmal um die anderen beiden Sachen kümmern. Lauf beenden. Weil das würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich keinen Plan, wie ich das machen soll. Also ich weiß wirklich nicht, wie ich da dran kommen soll. Ich werde auch mal im Internet gucken, weil... Ich habe mich jetzt eine Dreiviertelstunde schon damit beschäftigt, plus das, was ich letztes Mal gemacht habe, ne? Und das reicht mir. Das reicht mir jetzt. So, Hawkman. Nehmen wir einfach Tony Hawk, ist ja egal. Ah, ist wieder hier, Pellets sammeln, ne? Sammle mit Grinds die gelben Pellets. Ja, okay. Wenn du die grünen Pellets und für R gibt es die roten Pellets. Okay, 30 Pellets. Das ist, denke ich mal, gediegen. Wie gesagt, ich habe eigentlich nur einen Amateurzielanspruch. Wobei ich auch dazu sagen muss, jetzt außer bei den Aufgaben natürlich. Also bei den klassischen Tony Hawk Aufgaben, weil es halt klassisch Tony Hawk ist. Dann keinen anderen Grund. Ich habe sogar 3 Minuten Zeit. Achso, okay.
Oder 2,5 oder was auch immer das war. Das Schöne ist, ich habe jetzt schon fast mein Amateurziel erreicht. Weil so kann es nämlich auch gehen, so schnell, ne? So. Finde ich auch ganz nice im Modus, muss ich sagen. Ach Gott. So. Oh, ich habe den Amateur schon erreicht, okay. Cool. Lava Sleeps auf. Und ich denke mal, das wäre eigentlich jetzt hier auch bei einer Kills durchaus möglich, hier auch Profi zu holen. Aber ich glaube, also es liegt einfach an der Spiellänge. Ich glaube, ich habe hier so gottverdammt viele Aufgaben, die ich erfüllen kann. Ich möchte den Rahmen jetzt hier nicht sprengen. Ich habe auch geguckt bei, sag schnell, bei Babu. Tony Hawk's Project 8 hatte ich irgendwie 81 Parts oder so. Das ist schon krass, finde ich. Also ich finde, das ist schon viel. Oh, ich bin hingefallen. Ups, Entschuldigung. Da können wir noch eben die beiden grünen Manual Pellets holen. Hm? Warum fällst du denn hin? Also aus welchem Grund? Das muss mir mal echt erklären. So, okay. 54, 21. Haben wir noch irgendwo rumfliegen? Manchmal bringt ja auch nicht so wirklich was viel hier, so das Gedöns, ne? Okay, da sollte, glaube ich, die Kombo eigentlich zu Ende sein. Ein bisschen anders genutzt, aber ist ja nicht schlimm. Alter! Komm nur mal bitte auf dein Leben klar, okay? Dankeschön. Wow. Okay, ich bin im Level drin. Nicht so schlimm. Ah, ich habe einen übersehen. Egal, weil ich dumm war. Ja, guck mal, ich hätte sogar Profi geschafft, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre und bei ihm einmal losgesprungen wäre. Egal, egal. 162 Fertigungspunkte haben wir. Können also eigentlich noch ein bisschen leveln, wenn wir Bock haben. Ah, aber guck mal, so einfach kann es gehen, ne? So einfach kann es gehen. Nein, ich werde jetzt noch nicht in ein Team eintreten. Ich möchte jetzt erstmal noch die dritte Aufgabe bitte machen. Aber wie gesagt, das Hidden Tape hier würde mich sehr interessieren, wie es funktioniert. Ich kriege es einfach nicht hin. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde plus nochmal 10 Minuten jetzt heute nur investiert. Ah, das ärgert mich wirklich. Das ist so unbefriedigend, ne? Ohne Witz. Ich habe mich eigentlich schon voll auf die Aufnahme hier auch gefreut. Und tatsächlich, also heute Morgen, als ich auf dem Rad saß. 160.000, ja, okay. Ja, als ich auf dem Rad saß, weil ich war heute sehr früh wach, deswegen habe ich heute auch so früh aufgenommen. Ich habe um Viertel vor 7 oder so habe ich schon angefangen aufzunehmen, wo ich schon Sport gemacht hat und auf dem Rad war. Und. Alter, das kann nicht sein. Es ist so schlecht, es ist so schlecht. Ja, aber ich konnte einfach, ich war irgendwie um weiß ich, 20 nach 4 wach, hab dann wirklich ernsthaft versucht noch zu schlafen. Konnte aber nicht mehr schlafen, weil ich war irgendwie dann einfach wach. Und hat mein Körper so gedacht, ja gut, dann ne, mach doch schon mal Sport. Okay, und für den Dark Slide? Ja. Nein! Du Idiot, du Idiot! Weil ich habe die ganze Zeit versucht, einen gottverdammten Scheiß Fokus hinzubekommen. Das hat nicht so gut funktioniert, ja. Okay, das war jetzt nicht so cool. Wow. Alter, geiler Sound. Auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt eigentlich nur die 160.000 Punkte bekommen, aber ich will trotzdem eine geile Kombo am Anfang machen. So nicht zu viel verlangt, oder? Der Anspruch ist doch wohl mehr als nachtvollziehbar, oder? Es ist so schlecht. Du bist so schlecht. Weißt du was eigentlich? Ach ja. Lalalala. Ja gut, wenn wir uns am Anfang einmal auf die Schnauze legen, ist es nicht so schlimm. So. Einmal den 900. Sehr schön gemacht. Fokus!
okay. Immerhin haben wir schon mal die Profi-Punktzahl verdient. Ach, die 100, 1 Million Punkte ist ja wahrscheinlich gar kein Problem. Wenn ich nicht so dumm bin, ey. Jetzt können wir nämlich mal so einen schönen The Trick machen, ne? Ach komm, ich bitte dich. Ich bitte dich. Auch das waren schon 100.000 Punkte, ne? Muss man sich einfach mal reintun. Okay, gab es jetzt keinen Elder Trick, ist ja egal. Hallo, das war ein astreiner Transfer. Okay, mach's anders. Jetzt können wir nochmal einen schönen Elder Trick machen. Hat nochmal 100. Warum hast du mir Punkte abgezogen, du Assi? Okay. Nein! Spacken. Echt. Weil da, also das hier ist auf jeden Fall auch der kranke, die kranke Punkt, da ist ja sowas von drin. Aber ich spiele gerade echt einfach nach wie Gülle. Schlimm ist das. Okay, auch wieder nur 40. Ja, aber dieser, der Fokus, der funktioniert leider nicht immer. Das stört mich gerade volle Kanne, ohne Witz. Ich gebe alles, diesen gottverdammten Fokus irgendwie hinzubekommen. Und wenn ich nicht so oft auf die Fresse geflogen bin, ich hätte es so locker geschafft mit dem Kranken. Es sind immerhin 1 Million Punkte, ne, aber ist eigentlich auch kein Problem. Aber egal, komm, scheiß drauf.